Bauarbeiter tragen sie. Sie muss sitzen wie eine zweite Haut und einiges aushalten können. Die Reithose. Gemeinsam mit Eurostar und Reit-TV-Teamreiterin Antonia, die zurzeit eine Ausbildung zur Pferdewirtin macht, haben wir uns einmal angeschaut, was die Reithose so alles mitmachen und können muss, um es vom Laden bis in den Sattel zu schaffen. Reithosen sind in meinem Leben sehr wichtig. Momentan ist es meine Arbeitskleidung, das heißt, ich habe sie bis zu 10 Stunden an. Das heißt natürlich, dass sie schon was aushalten müssen. Als Auszubildende hat man natürlich auch nicht immer die Gelegenheit, sich alle 3 Monate eine neue Reithose zu kaufen. Da kommt schon auch eine gute Qualität drauf an. Sie muss gut sitzen, dass man wenn man mehrere Pferde am Tag reitet und sie jetzt, sag ich mal, am Knie verrutscht, dann hat man ein wundes Knie. Das bringt einen auch nicht wirklich weiter. Durchschnittlich reite ich 5-6 Pferde am Tag. Mal mehr, mal weniger. Kommt drauf an, ob es ein junges Pferd ist oder ein älteres Pferd. Die einen longiere ich, die anderen reite ich, die anderen springe ich. Es ist ja immer unterschiedlich. Kommt drauf an, wie im Moment das Training verlaufen ist und wie weit die Pferde überhaupt in der Ausbildung sind. Ich persönlich habe meistens mindestens Knieleder an meinen Reithosen oder wenn nicht Vollleder, weil ich finde, dann hat man doch einen besseren Halt. Wenn ich Reithosen kaufe, kommt es auf einige Sachen drauf an. Sie sollte gut sitzen, sie darf oben nicht zu eng sein. Ich habe sehr kurze Beine, aber heutzutage gibt es fast jeden Schnitt mit kurzen und langen Beinen, das ist auch gut. Sie muss am Knie richtig sitzen, sie muss einfach bequem sein, weil ich ja den ganzen Tag damit rumlaufe. Sie darf nicht verrutschen und letztendlich kommt es auch ein bisschen auf die Optik drauf an. Jeder hat einen anderen Geschmack. Man will ja auch ordentlich durch den Stall laufen und nicht sich unwohl fühlen. Taschen sollte man schon an den Hosen haben. Es gibt jetzt auch welche, die haben dann nur vorne ganz kleine und hinten gar keine. Die sind nicht aufgeschnitten oder so. Und ja, weil wenn man, sag ich mal, alleine reitet oder mal ausreiten geht, sollte ja schon ein Handy mal reinpassen, falls irgendwas passiert, dass man irgendjemanden anrufen kann. Früher war es natürlich bei den Beinverschlüssen Klassik, dass man Klett unten hatte, aber jetzt, seit es diese durchgehenden Bündchen gibt, bin ich eher ein Freund davon. Man hat sie schneller an und es sitzt einfach, es kann nicht aufgehen. Auch die richtige Pflege der Reithose trägt zu ihrer Lebensdauer bei. Idealerweise sollten Reithosen vor dem Waschen immer auf links und nicht heißer als bei 30 Grad gewaschen werden. Auf Weichspüler, chemische Reinigung und Trockner sollte verzichtet werden. Für mich macht eine gute Reithose aus, dass sie sitzt, dass sie bequem ist, also dass man sich wohlfühlt, dass sie nicht verrutscht, nichts, und dass sie einem natürlich auch gefällt.